Die wahrscheinlich bitterste Niederlage des Jahres musste Mattersburg im Horrstadion hinnehmen. So klar und verdient haben die Burgenländer 2010 noch keine Partie verloren. Ja, völlig richtig. 5:1, 1:5 gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Wir haben uns eigentlich zu den psychologischen ungünstigsten Zeitpunkten Tore eingehandelt. 45:40, 46:40, dann bist du von 1:1 auf 1:3 und dann ist im Horrstadion nicht mehr viel zu holen. Wie erklärt man sich das? Zuletzt sehr gut gespielt und jetzt hat dieser Absturz? Das ist die richtige Frage und da muss man sich aufarbeiten, weil wir haben gesagt, die jungen Spieler haben Freifahrtscheine, aber es haben heute einige erfahrene Spieler scheinbar Freifahrtscheine mitgehabt. Bis zum nächsten Match am Tag der Arbeit steht viel Arbeit an, oder? Tag der Arbeit. Wir werden eine ganz andere Truppe wieder am Platz haben. Es kommen einige Spieler zurück, Schrappan, Rad und es wird sicher das eine oder andere sich gravierend ändern gegenüber von heute. Gegen Austria Kärnten ist die Aufgabe sicher leichter. Sportlich sind die Kärntner bereits zweitklassig. Ob sie wegen des drohenden Konkurses überhaupt in der Bundesliga verbleiben dürfen, ist fraglich. Wie der Kärntentrainer Preloga seine Mannschaft motivieren will, kann wohl nur er wissen. So gesehen kann Mattersburg Werbung machen für das Saisonfinale im Pappelstadion gegen Rapid.